Nico Hug bei HFC TV. Alle ein bisschen angefressen heute, Nico. Was war los? Ja, ich glaube, sehr bitter. Wir machen es über 80 Minuten lang oder 85 Minuten, ich weiß nicht mehr genau. Machen wir es super gut, verteidigen echt ohne Fehler, stehen hinten sauber und dann kriegen wir über so eine dumme Flanke dann, wo wir mal kurz nicht wach waren, so ein Gegentor. Das ist bitter, weil wir echt dominiert haben. Auf der Tribüne hat es ein bisschen rumort, so ab der 60. Minute hatten wir das Gefühl, dass ihr ein bisschen auf Zeit spielt, so ein bisschen zeitig fand man das. Ja, ich glaube, wenn wir 1-0 führen, dann wollen wir das auch über die Zeit bringen. Klar, wir hatten die Chancen dann auch zum 2-0, wo wir dann vielleicht machen müssen, einfach einen Abschluss suchen und auch konsequenter werden. Aber klar, man versucht dann auch mit allen Mitteln das 1-0 mitzunehmen. Hattet das Gefühl, dass sie teilweise die besseren Chancen hatten als wir? Die jetzt? Ja. Ja, ich fand's eigentlich ausgeglichen. Okay. Ich meine, wir haben da noch zwei Riesendinger. Riesenchancen. Ja. Ja, ich will nicht sagen 100%, aber zwei Riesendinger, ja, wo wir machen können und dann sieht das Ganze anders aus. Okay. Mit dem Punkt müssen wir leben. Kleiner Ausblick, nächste Woche, zweites Heimspiel gegen Ferl. Klar, ich glaube, wenn wir jetzt anknüpfen an die Leistung und das über 90 Minuten abrufen, noch konsequenter in die Zweikämpfe gehen, dann nehmen wir 3 Punkte mit. Alles klar. Nico, danke dir. Alles danke. Gute. Timo Geirat bei HFC TV. Mensch, Junge. Wir gucken alle heute ein bisschen enttäuscht. War nicht notwendig, glaube ich. Ja, klar. Also wenn man 1-0 führt und in der 82. 83, weiß ich nicht mal ganz genau, das 1-1 kassiert, ist gefühlt eine Niederlage. Man nimmt halt 1 Punkt mit, aber man muss halt, wenn es geht, ein 2-0 nachlegen, so früh es geht, damit man auch ein bisschen entspannter in die letzte Phase gehen kann. So, kassieren wir noch ein Tor, 1 Punkt, nehmen wir mit. Aber fühlt sich eher wie eine Niederlage an. Ja, gefühlt habe ich auch, ging ganz schön hart zur Sache auf dem Platz. Ich habe sie ja 2-mal ordentlich genommen. Ja, ja, also es gehört zum Fußball dazu, ist jetzt nichts Wildes. Passiert. Passiert, ja. Ausblick nächste Woche. Ferl, was muss jetzt passieren? Weil 1 Punkt heute, nächste Woche, glaube ich, wir brauchen die 3. Natürlich brauchen wir die 3. Wir müssen einfach weiter konzentriert arbeiten. Wir gucken die Woche, was wir schlecht gemacht haben, was wir gut gemacht haben und darauf müssen wir aufbauen. Alles klar. Und dann hoffen wir auf die 3 Punkte. Wünsche ich euch für nächste Woche alles Gute. Danke, toi, toi, toi. Und danke, Timo Zimmerschied bei HFC TV. Tomsch, was war das für ein Tor? Wir haben es gar nicht so gesehen und haben es nicht gefeiert und irgendwie ein Gewusel da vorne aus deiner Sicht. Ja, Timo hat einen super Freistoß gebracht. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich perfekt hinkomme. Mir fehlt dann aber so 15 cm und Pourier hat mich gedeckt in dem Moment und will den Ball klären, aber köpft mich halt an, weil ich genau vor ihm bin und der Ball springt perfekt ins Eck. Im Endeffekt scheißegal, wie der Ball reingeht. Hat mich sehr gefreut, weil es, glaube ich, auch ein guter Zeitpunkt war, so Mitte der ersten Halbzeit. Und ja, dann mit der Führung in die Halbzeit zu gehen, war halt sehr gut für uns. Ja, ich weiß nicht, war gut zur Halbzeit, habe gesagt, Mensch, erste Halbzeit gut, 1-0, beruhigt in die Halbzeit. Was ist denn nach der Halbzeit passiert? Ich glaube erstmal, dass wir nach der Halbzeit super weitergemacht haben. Wir haben in den ersten 10, 15 Minuten in der zweiten Halbzeit 2, 3 Riesendinger. Ich glaube, wenn wir da eine Chance von nutzen, dann brennt heute nichts mehr an. Dann gehen wir 2-0 Führung und ich glaube, das lassen wir uns nicht mehr nehmen. Aber wir haben es irgendwie verpasst, das Tor zu machen. Und ja, hinten raus muss man sagen, wir haben nicht viel zugelassen, aber das Tor, was sie machen, machen sie halt sehr gut. Flanke aus dem Halbfeld und Pourier ist bekannt für seine Kopfballstärke und den Sätze natürlich super. Gabby im Tor ohne Chance und ich glaube, dann war es ja schon ein Nackenschlag, so kurz vor Schluss und dann ist es auch schwer, wieder zurückzukommen. Also wie gesagt, Gabby hat ja 2, 3 Dinger schön gehalten. Ja. Wir haben alle auch alle gesagt, wenn das zweite Tor fällt, ist das Ding durch. Ja? Ja. Und dann wurde es zäh. Wir hatten auch das Gefühl, dass wir so ab 60. 65. schon angefangen haben, Zeitspiel zu machen, wo man sagt, das war ein bisschen zeitig. Ja, ja, das kann man so und so sehen. Also ich glaube, wir haben letzte Woche gegen 60 sehr viele Kölner gelassen. Heute war der Platz sehr tief und wir haben sehr viel, meiner Meinung nach, viel mehr in das Spiel investiert als in Meppen. Haben viel mehr Ballbesitz gehabt vom Gefühl her und sind wahrscheinlich auch viel mehr gelaufen. Und das hat man dann hinten raus schon gemerkt. Auf dem tiefen Platz ist es dann schon schwer gefallen, das Tempo hochzuhalten. Aber wie gesagt, wir haben trotzdem nicht viel zugelassen. Und dann ist halt umso bitterer, dass so kurz vor Schluss noch der Ausgleich fällt. Diese alte Plattitüde, ihr habt euch nicht belohnt für das Spiel. Ja, ja, auf jeden Fall. Kleiner Ausblick, nächste Woche V. Ja, also erstmal noch dazu, wir haben uns nicht belohnt, klar, aber man muss auch positiv sehen, dass wir heute nicht verloren haben und Meppen hat auch einen guten Saisonstart hingelegt. Wenn ich daran erinnere, dass sie 6-2 gegen Mannheim vor 2 Wochen gewonnen haben, also die sind schon nicht schlecht, die Jungs, und deswegen muss man auch das Positive sehen und ich glaube, gegen Ferl nächste Woche zu Hause sollte auf jeden Fall unser Anspruch sein, die 3 Punkte zu holen und dann
ja, da sieht es ja gar nicht mal so schlecht aus jetzt. Dann gute Woche, kommt gut über die Woche, ja, bleibt verletzungsfrei und dann, ja, nächsten Samstag wieder volle Pulle voraus. Ja. In diesem Sinne, danke. Markus, HFC TV, 16 Jahre, ein tolles Banner zu Beginn. Lass uns einfach an deinen Gefühlen mal teilhaben heute. Jetzt drückst du natürlich nochmal richtig. Ja, muss ich. Ja, das ist natürlich extreme Wehmut. Und waren tolle 16 Jahre. Ich bin zweimal aufgestiegen mit dem Verein als Stadionsprecher. Tolle Spiele hier gehabt, tolle Unterstützung von den Fans. Du weißt es selber. Ein Stadionsprecher kann nur davon leben, wenn die Fans mitmachen. Und wir haben ein tolles Publikum, wir haben tolle Fans. Unsere Fankurve ist super. Und ja, also wie gesagt, heute war sehr emotional. Ich war heute mindestens genauso aufgeregt wie bei meinem allerersten Spiel vor 16 Jahren. Wir haben es ja mitbekommen, kleine Tränen im Knopfloch. Aber schöner, schöner von den Fans, schöner mit diesem Plakat, schöner Aktion fand ich, gleich zu Beginn des Spiels. Und du hast ja auch gemerkt jetzt bei der Verabschiedung, die mögen dich hier. Ja, ich mag die auch. Und wie gesagt, ich bin ja nicht weg, ich bin ja weiter im Verwaltungsrat. Ich werde trotzdem weiter den HFC beobachten und wenn ich die Zeit habe, dann werde ich natürlich auch ins Stadion kommen. Das denke ich mal. Markus, Höhen hast du viele gehabt. Was waren denn die Tiefen in den 60 Jahren? Oder habt ihr Tiefen, wo du sagst, ha! Tiefen? Oh ja. Tiefen, also ich musste einmal eine Stellungnahme schreiben an DFB wegen Schiedsrichterbeleidigung, das weiß ich noch. Da ging es dann auch mit mir durch, dann bin ich danach ein bisschen ruhiger geworden. Aber das war ein Spiel da, ach Gottes Willen, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, das war gegen irgendeine bayerische Truppe. Und ich habe durchs Mikro gesagt, oi, das ist ja wie beim FC Bayern München hier. Ja, die werden ja, wir werden ja nur verpfiffen und naja, egal. Sachen, die Geschichte geschrieben haben. Ja. Und ich glaube, der emotionalste Moment, einer der emotionalsten Momente war dieses Tor von Toni. Natürlich. Ja. Also ich sag mal, das sind immer diese Last-Minute-Tore. Das hätte ich mir heute natürlich auch nochmal gewünscht. Zu einer 90. Minute, über den der Eckball da nochmal gab. Natürlich das Tor von Toni, dieses Achterbahnspiel, das gegen Rostock, das war einmalig. Aber auch Terence Boyd gegen Magdeburg, kannst du dich erinnern? Ja, 92. Ja. Spielminute. Das sind natürlich so Highlights, die bleiben. Das ist ja klar. Zum heutigen Spiel. Wo haben wir es liegen lassen? Ja, wir haben meiner Meinung nach ab der 60. Minute haben wir schon angefangen zu defensiv zu spielen. Haben dann unsere Chancen, die wir tatsächlich hatten, zwei Großchancen nicht reingemacht. Und die Größenvorteile, das war immer brandgefährlich, wenn die eine Ecke oder Standard hatten. Und ja, dann rutscht halt so ein Kopfball auch mal rein. Ist halt schade, aber gut, nicht unverdient für Web, muss man auch sagen. War schade, kein Happy End für dich zum Abschied. Markus, wir wünschen dir für deinen Weg toi, 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 alles Gute. Beehre uns einfach mal wieder im Stadion. Alles Gute bei Bayer Leverkusen, wo dein Weg dich hinführen wird, beruflich und auch privat, denke ich mal, wirst du dem HFC doch verbunden bleiben. Ja, natürlich. Alles natürlich, klar. Definitiv. In diesem Sinne, hau rein, mein Junge. Viel Spaß. Bye, bye, Markus. Danke.